Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft 76. Wir bauen jetzt Sachen. Also, ich meine, also jetzt mal durchatmen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir Statuen benutzen, um Leute zu simulieren, so wie hier, oder ob ich wirklich Dorfbewohner an Leinen hänge. So wie hier das Huhn, das vor dem Kind weglaufen soll. Lauf weg, Huhn! Lauf! Und den Wolf da hinten. Der komischerweise noch kein Hund ist. Aber macht ja nichts. Fragen über Fragen. Aber gut. So, ich glaube wirklich, ich nehme Rüstungsstände. Fürs Erste. Vielleicht tauschen wir dann ein paar von den Leuten, die wir gerne hätten, als NPCs aus. Dann muss ich jetzt mal meine Fotos, die ich gemacht habe, durchgehen, damit wir die ganzen NPCs hier platzieren. Hier steht eine dicke Frau. Hier ist ein Liebespaar direkt neben dem Brunnen. Eigentlich eng umschlungen. Echt blöd, dass die Rüstungsständer hier in der Version nicht die aus der Bedrock-Edition sind. Weil die aus der Bedrock-Edition haben Arme und man kann die in verschiedene Posen stellen. Das ist natürlich voll cool. Schade, dass das hier noch nicht implementiert ist. Ich hoffe, das kommt noch. So, da hinten steht noch einer rum. Der guckt ungefähr so. Dann brauchen wir wieder Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Ich habe da drüben jetzt die Blöcke hier als Kistenersätze auserkoren. Ich ersetze Ersatzdinger. Und deswegen stellen wir hier eine Kiste hin. Und da hinten kommt eine Kiste hin. Oder zwei Kisten. Der Kerl steht so blöd davor, dass ich es nicht sagen kann. Das müssten zwei Kisten hintereinander sein. Ich bin mir aber nicht sicher. So wichtig ist es auch wieder nicht. So, lass mich noch schnell ein paar Fotos durchschalten. Wenn ich schon jetzt Kisten hier habe. Wo gehören noch Kisten hin? Ne, kistenmäßig haben wir hier dann erstmal alles. Aber, Momentchen. Was habe ich noch gesehen? Ach so, Türen. Ich wollte mal Türen überprüfen. Weil dadurch, dass ich eben diese 2D-Karte hatte von der Welt und nicht die 3D-Objekte eingezeichnet waren. Das hat mir sehr beim Bauen geholfen, weil die Teile entfernt waren. Aber viele 3D-Türen sind einfach auf den 2D-Hintergrund gedruckt quasi. Und deswegen kann es sein, dass ich Türen nicht gebaut habe, die eigentlich hingehören, weil sie auf meinen Screenshots gar nicht vorhanden waren. Okay, die Tür haben wir jetzt. So, ich schätze nämlich, die Tür fehlt, oder? Moment mal. Genau. Ich hab's doch geahnt. In Wirklichkeit ist nämlich dieser zugemauerte Teil hier eine Tür. Die Originaltextur von dem Gebäude hat also so einen zugemauerten Teil, aber der wurde einfach mit einer Tür überklebt. Und ich mache jetzt beides. Ha! So, außerdem noch ganz wichtig, beinahe vergessen, brauchen wir neben dem Weg, ich sag mal hier, eine Birke. Verzeihung. Birkensetzling, ich bin ein kleines bisschen heiser heute wieder. So, K-N-O, N-Mehl. Erde, Birke, Dünger. Perfekt. Vielleicht nicht ganz perfekt, weil unter der Birke brauchen wir Gras. Da muss ich jetzt im Grunde ein bisschen Erde um die Birke rum verteilen. Auch wenn im Spiel eigentlich keine Erde ist. Aber ohne Erde keine Grasbüschel. Oder? Also ich meine in Vanilla natürlich nicht. Aber wie ist das denn hier eigentlich? Nee, ich kann auch hier im Creative-Modus kein Gras platzieren drauf. Einfach so. Na dann.
Dann über, mach ich ein bisschen. Da die Büschel so klein sind im Vergleich zu den... Das wäre ein gutes Zelda-Büschel. Die hätte ich gern überall. So, und jetzt pass mal auf. Hier steht dann das Zwillingspaar und lacht. Ich glaube, die Statuen können leider nicht lachen. Und hier brauchen wir eine riesen Menschenmenge, die da davor steht und durchdreht und schreit und alles kaufen will. Ich finde es lustig, dass die Schwerkraft haben. Die sind überhaupt von der Physik her sehr seltsame und sehr eigene Geräte, diese Rüstungsständer. Die verhalten sich teilweise sehr komisch. Wie viele Leute stehen denn da in Wirklichkeit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kann man, glaube ich, ziemlich gut erkennen eigentlich. Ja, bei mir sind es 8, ist okay. Und da... Bei dem anderen Stand auch. So. Okay, ich hätte die 1 weiter nach vorne schieben sollen. Verschwindet ihr nochmal. Und ihr auch. Eigentlich sogar 2 weiter nach vorne. Muss doch nicht gleich durch den Boden fallen. Vor lauter beleidigt sein. Man kann sich doch mal ein bisschen verbauen. So, und hier stehen 2. Schon ein bisschen weiter vorn vor der Tür. Ja, die können wir ruhig näher nebeneinander bauen. Und da oben steht einer auf dem Ausblicksdach. So heißt das jetzt. Und... Schauen wir mal weiter. Ah, hier steht eine kleine alte Frau. Und da hinten sitzt der Herr Bettler. Ob ich den wieder durch den Kopf am Boden mit Hebel dran mache, weil er sitzt am Boden und deswegen keine hohe Höhe. Ich glaube schon. Wisst ihr was, ich hänge da jetzt, wo der Zombie-Kopf hängt, lieber einen Spielerkopf hin, weil das kommt viel näher an den Original. Ich fand den Zombie-Kopf lustig, aber das passt besser. Muss man schon sagen. Oh, Moment, der ist so klein. Da kann ich nicht wirklich Hebel dran kleben. Nicht nur nicht wirklich, da kann ich keine Hebel dran kleben. Dann wird der Herr wohl ein Kürbis. Ah, wegen dem Teppich kann ich da auch keine Hebel dran kleben. Nein! That sucks. Dann ist der einfach nur ein Kürbis. Aber wenn schon, ist er ein leuchtender Kürbis, eine Kürbislaterne. So. So, ich schalte mal meine Screenshots weiter. Mal schauen, ob wir noch Personen vergessen haben. Ach so, ab und zu läuft an dem Stand hier ein Dieb vorbei. Den werde ich hier auch mal hinstellen. So, und je nachdem, wie weit man in der Story ist, steht hier oder auch nicht Marlon. Quatsch. Hier. Bei uns steht die nicht mehr hier. Und Schluss. Na gut, dann befürchte ich, müssen wir die jetzt mal anziehen, die Guten. Oh Mann, ey. Dann schaue ich mal kurz bei Schädel, Köpfe, alles, was wir so haben. Machen wir denen erstmal ein paar unterschiedliche Köpfe, die passen.
Also, Schädel. Kopf. Wir haben noch einen Zombie-Kopf und einen Creeper-Kopf. Und Helme in verschiedenen Farben und Formen. Ich mach mal wirklich nur Kopfbedeckungen. Und ich nehme noch einen Kürbis. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich schaue jetzt wirklich mal, wie die Leute ungefähr aussehen, damit wir das so ungefähr nachempfinden können. Ah, ich habe doch noch ein paar vergessen. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Komm mal her, Schädel, Kopf. In den Seitengassen. Genau, den haben wir ja schon. Aber wenn wir hier ums Eck gehen... Ach, den habe ich auch schon gemacht. Okay, hier hängen übrigens auch noch Wäscheleien drunter. Die habe ich vergessen. Die könnten wir noch machen. Aber den habe ich, glaube ich, ziemlich sicher noch nicht gemacht, ne? Genau. Der steht so in etwa hier, nehme ich an. Und, wenn wir schon dabei sind, stehen dahinter noch ein paar Fässer, die ich auch noch nicht gemacht habe. Also die ich jetzt durch sowas hier darstelle. Obwohl, für Fässer habe ich eigentlich immer Tonkrüge benutzt. Für sowohl Fässer als auch wirklich Tonkrüge habe ich eigentlich immer Blumentöpfe benutzt. Warum damit aufhören? Tja. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, mache ich hier noch Türen rein. So. Jetzt ist es Kunst. Ach, jetzt habe ich die Tür weggeworfen, quasi. Doof. Bam. Gibt anscheinend eine Verordnung, dass nur Fichtentüren eingebaut werden dürfen in die Häuser. Ansonsten kann man relativ viel machen, aber Fichtentüren müssen sein. Da hat wahrscheinlich der Fichtentürmacher einen Vertrag, einen Exklusivvertrag mit der Königsfamilie. So. NPCs bekleiden. Machen wir das mal. Also, fangen wir doch gleich mal mit dem in der Gasse da an. Der ist ein Glatzkopf. Der kriegt den Kopf. Der hat eine lange braune Robe an. Ach so, ich bin jetzt nur bei den Köpfen. Ja, bleiben wir mal nur bei den Köpfen. Ist okay. Eieiei. Eieiei. So, weiter. Okay, die beiden haben wir. Okay, kleine alte Frau. Die kriegt einen Zombie-Kopf. Die hat ein weißes Oberteil. Nein, ich bin da erst bei den Köpfen. Warum will ich denn da an? Da ist ein alter Mann. Der kriegt auch einen Zombie-Kopf. Daneben eine junge Frau. Die kriegt einen Creeper-Kopf. Und... So. Bei dem Stand, die Personen sind meistens entweder braun, blond oder rothaarig. Eigentlich alle. Braun, blond oder rothaarig und man sieht sie nur von hinten. Ich brauche also mehr Helme. Moment, heißt... Ach, der Leder heißt wahrscheinlich Lederkappe oder so. Braun, blond oder rothaarig. Na, rothaarig kriegen wir nicht hin. Was willst du von mir? Warum sind denn hier auf einmal Zombies, die so gezielt irgendwo hinzugehen scheinen? Ach so, die Sonne geht auf und die haben Angst vor Verbrennen und die suchen Schatten. Deswegen. Okay. Ach, damn it, oder? Ich muss die alle nochmal neu platzieren. Die müssen mit dem Gesicht zu mir, also die müssen schon von vornherein zu mir gucken, sonst wird das nichts. Ich muss die schon so rum platzieren, wenn ich will, dass die mit dem Rücken zum Betrachter stehen.
Okay. Ups, das wollte ich gar nicht. Na, oh, jetzt wird's kompliziert. Ja, okay. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte eigentlich nur den Helm wechseln, damit ein bisschen mehr Variation drin ist. Sondern ich befürchte, da drüben müssen wir das gleiche nochmal machen jetzt. Die stehen auch alle verkehrt rum, ja. Naja, warum nicht? Ich hätte mit der hinteren Reihe anfangen sollen, das würde es mir leichter machen. Come on! Danke! So, soweit so gut. Soweit so gut. Die beiden Kerle, die kriegen selbstverständlich Cecco-Laternen, weil die lachen den ganzen Tag, die zwei. Das passt. So, da hinten habt ihr den grimmigen, bärtigen Kerl, der könnte so ein Holzfäller sein, der kriegt mal so einen Kopf. Ach, und der Dieb. Stimmt. Damit wir nicht zweimal. Gibt es eigentlich gar keine Enderschädel? Ne, nicht wirklich. Tür. Wobei, der hat eigentlich auch so ein grinsendes Gesicht, glaube ich. Machen wir ihm auch eine Jack-O-Lantern als Kopf. So, die beiden Liebenden. Was machen wir denn aus denen? Machen wir einen fashion Standardkopf und einen fashion Creeper-Kopf. Knutsch, knutsch. So, und da hinten die etwas dickere Frau, die korpulente Dame mit dem braunen Haar, kriegt vielleicht einfach eine braune Lederperücke. Eine Lederperücke, auch nicht schlecht. So, und ich glaube, dann haben wir die Population am Marktplatz so ziemlich eingefangen. Okay, dann brauchen wir jetzt Rüstungsteile. So, ich nehme jetzt mal Lederrüstung, Ketten, Ketten nehmen wir eh nicht. Nehmen wir mal die 4 Rüstungsfarben. Die 4 Hosenfarben. Und dann kombinieren wir wild durch die Gegend. Und braune Schuhe, weil die haben fast alle. Und dann ziehen wir unsere NPCs mal noch an. Fangen wir mal mit dem Glatzkopf in der Gasse an. Hallo Glatzkopf in der Gasse. Der hat eigentlich ein braunes Ganzkörperkleid an. Und dann kriegt er halt jetzt hier. Ne? So. Nächstes Bild. Nächster Screenshot. So, die beiden da hinten haben wir schon, die ich da auf dem Screenshot habe. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Wahnsinn. So, die alte Dame hat eigentlich einen karierten Rock und eine weiße Bluse und einen bunt karierten Rock. Ah, jetzt brauche ich vielleicht doch die Kettenhose. Für den speziellen Fall. Ah, oh, das sind die. Also. Ah. So wird das nie was. So, das ist der karierte Rock. Nein, nicht. Stimmt nicht.
Aber die braunen Schuhe brauchen wir wahrscheinlich öfter wieder. Na gut. Hier ist ein Herr ganz in Blau. Der hat auch eigentlich so ein Ausgerock an. Und sie ist aber auch in Hellblau eigentlich. Also die werden beide blau angezogen. Und haben beide Kleider an. Na dann. So, der Kürbis hat eigentlich grüne Kleidung, aber jetzt ist er einfach nur ein Kürbis. Ah, wartet mal. Ja, das ist nett. Der Kürbis hat nämlich eine schwarze Mütze auf. Die setzen wir ihm auf. So. Na, immerhin. So, der kaufende Pöbel. Jetzt passt mal auf. Da werde ich jetzt mal... Ja, super. Genau die Hose, die ich weggeschmissen habe, weil ich mir dachte, na, so oft brauche ich die nicht. Die brauche ich jetzt ganz oft. Weil, die werde ich jetzt richtig bekleiden. Der hat eine Diamanthose an. Die hat ein Diamantkleid an. Bei der vorderen Reihe kann man es schwer erkennen, aber ich schätze mal... Ups, das wollte ich gar nicht. Egal. So. Braune Kleider und grüne Kleider sind auch sehr gefragt. Ich mache mal hier grünes, unter Anführungsstrichen, Kleid. Und ansonsten sehr viel braune Kleider. Braune Hosen. Was die Oberteile angeht, ist die Person hier komplett in grün gekleidet. Der da vorne hat ein braunes Oberteil zu seiner Diamanthose. Das könnten... Die sieht man nicht so richtig. Außerdem habe ich ein bisschen mehr gebaut, als im Spiel eigentlich sind. Die hat noch ein braunes Oberteil, ganz deutlich. Sondern ich glaube, die hat ein diamantfarbenes Oberteil. Der kriegt auch eins. Dann haben wir hier die Menge. Und die hier gibt es eigentlich gar nicht. So, weiter. Die beiden lachenden Tölpel. Die haben eigentlich beide weiße Hosen an. Okay, machen wir. Natürlich braune Schuhe dazu. Und der eine hat ein blaues Oberteil. Der da. Und der andere eigentlich ein rotes Oberteil. So. Sehr gut. Machen wir. Dann, du da hinten. Ich finde es gerade. Gerade wird mir so ein bisschen bewusst, was ich hier eigentlich mache. Und es ist so dämlich, dass es lustig ist. Aber auch irgendwie toll. So, hier werden wir auch wieder so ein bisschen die echten Farben nachempfinden. Hier sieht man ganz deutlich so eine. Und ich würde sagen, einer von denen da vorne hat auch noch eine an. Sieht man so ein bisschen durchschimmern. Und du bist wieder ziemlich ganz in grün gekleidet. Da haben wir auch grün. Das geht auch ins Grünliche. Und da vorne haben wir, glaube ich, nochmal einmal grün. Tja. So haben wir ein grünes Kleid. Das mache ich golden. Natürlich. Dann haben wir ziemlich viel blaue Kleider direkt nebeneinander. Ja, beim Rest können wir es uns dann aussuchen. Dann mache ich das hier noch braun, weil das sieht man noch sehr deutlich im Spiel. Und alle anderen werden dann jetzt... Vielleicht brauchen die gar keine Hosen. Ihr kriegt alle Lederhosen. Kommen gerade aus dem Jodelverein. Okay, dann haben wir noch die Liebenden und die korpulente Dame. Ach ja, Diamanthose würde ich sagen für den Rock und Eisenrüstung für die weiße Bluse. Und er hat ganz klar einen Diamantpullover an und eine weiße Eisenhose. Und er kriegt Schuhe. Die sieht man zwar nicht. Aber er hat Hosen an und deswegen Schuhe, die man sieht, während sie einen Rock anhat. Und da hinten, würde ich sagen, gehen wir mit einer kompletten Diamantenmontur.
So, dann haben wir alle bekleidet, oder? Dann haben wir jetzt alle NPCs und alle sind bekleidet. Schön. Also von Weitem finde ich gerade hier diesen Mob vor dem Verkaufsstand eigentlich echt cool. Gefällt mir. Schön haben wir es hier. Schönes kleines Minecraft-Topia. Und die Zeit ist auch schon wieder weit überschritten für heute. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser total bescheuerten Wir bauen NPCs aus Kürbis- und Rüstungsständer-Folge. Ah, hatte mal eine Mark. Wir haben ihn vergessen. Was ist mit dem da oben, Mensch? Den habe ich total vergessen. Ah, der hat einen rötlichen Pullover an. Und eine weiße Hose. Und bestimmt Schuhe. Was kriegt er für einen Kopf? Einen normalen Spielerkopf. Den haben wir eigentlich relativ selten sogar eingesetzt. Verhältnismäßig, finde ich. Dafür, dass er der einzige echte menschliche Kopf ist. Okay, perfekt. Sodala. Sodala pupodala. Dann sind wir jetzt aber wirklich fertig. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.